Moin Moin Italo, wir spielen Elden Ring Shadow of the Erdtree, aber bevor wir das machen, wollen wir uns so ein bisschen die Geschichte nochmal in Erinnerung rufen. Und wie könnte es besser funktionieren als mit dem großartigen Story-Video Elden Ring, die ganze Geschichte auf Hessisch erklärt von Trant und Daniel Schröckert bei Game 2. Das gucken wir jetzt zusammen, dann wissen wir wieder alles, was wir wissen müssen, plus wir wissen, warum Hessisch ein fürchterlicher Dialekt ist. Let's go. Letzte Karte, zwei ziehen. Kanet. Mau Mau. Ach, scheiße, ey, kein Bock mehr. Ah ja, erklär mir doch die Geschichte von Elden Ring. Ja, die ist eigentlich ganz einfach. Du bist ein Befleckter, kommst in die Zwischenlande und musst da dann fette Monster verkloppen, um denen die Einzelteile vom Elden Ring abzunehmen. Der wurde nämlich vor langer Zeit zerdeppert. Am Ende machst du der Elden Ring wieder heile und bist der neue Eldenlord. Jetzt veräppel mich nicht. Das heißt ja mir, die Story ist so mordskomplex? Naja, die Lore ist komplex. Also das ganze Legendengedöns hinter der Welt und den Figuren. Ja, erklär mir halt das. Komm, jetzt stell dich nicht so an. Mhm. Tja, wo fangen wir da am besten an? Also das Spiel spielt in der Zwischenlande und die Realität dort wird vom Elden Ring bestimmt. Den könnte man also Manifestierung der Naturgesetze sehen. Der Elden Ring war aber nicht schon immer da, sondern wurde irgendwann von einem äußeren Gott namens Höherer Wille etabliert. Der hat den Elden Ring in eine Frau namens Marika neigesteckt und hat sie so in den Status einer Gottheit erhoben. Marika war also ein Gefäß für den Elden Ring und dadurch die absolute Herrscherin der Zwischenlande. Und damit begann das Zeitalter der goldenen Ordnung, die du als Religion oder theologische Bewegung sehen kannst. Die vier wichtigsten Symbole der goldenen in Ordnung sind der Eldenring, der höhere Wille, die Marika und der große Erdenbaum, der übrigens wirklich scheiße groß ist. Wie groß denn? Ungefähr 5 Kilometer. Boah. Als frisch gebackene Göttin hat sich die Marika erst einmal einen Ehemann geschnappt, nämlich den Krieger Huara Lu. Der wurde dadurch zum ersten Eldenlord und nannte sich ab da nur noch Godfrey. Marika und Godfrey hatte zusammen 3 Kinder, nämlich Godwin den Goldenen und die beiden Zwillingsbrüder Mog und Morgott. Letztere wurden aber mit einem verfluchten Mal geboren, was sich in lauter krumme Hörner äußert. Diese ganzen Namen, sind die wichtig? Ja, die sind wichtig. Und da kommen später noch ein paar mehr dazu. Kannst du schon mal drauf freuen. Ja, super. Aber der Reihe nach. Um die goldene Ordnung durchzusetzen, die ja noch brandneu war, hatte Godfrey im Auftrag von der Marika all jenes Gesocks verprügelt, der sich nicht füge wollte. Darunter unter anderem die Riesen im Norden, die ihr großes Feuerchen hatte, mit dem sie theoretisch den Erdenbaum hätte abfackeln können. Oder Arthur Stormlord, von dem es zwar keine Bilder gibt, aber mir kenne immerhin sein Schloss. Schloss Sturmschleier. Das ist ja quasi das erste richtige Level im Spiel, wenn du so willst. Ja. Als der Godfrey dann irgendwann alle Uffmucker ruhig gestellt und er keinen würdigen Widersacher mehr hatte, sank seine Kriegslust und er verlor die Führung der Gnade. Woraufhin die Marika ihn... Was soll das sein? Führung der Gnade? Schwer zu erklären. Ich sag's mal so. Im Spiel gibt's Checkpoints, die Orte der verlorenen Gnade genannt werden. Das sind Blätterhäufchen vom Erdenbaum mit einem Flämmchen drüber, an denen du raste und aufleveln kannst. Hast du vielleicht schon mal gesehen. So wie Bonfires, gell? Genau. Und was diese Gnadendinger noch machen, ist, dir mit einem Glitzerstrahl den Weg zu weisen. Allerdings nur dann, wenn du vom höheren Wille gesegnet bist und der das erlaubt. Wärst du nicht mit der Führung der Gnade gesegnet, dann würdest du die Blätterhäufchen und deren Navigationsfunktion auch nicht nutzen können, verstehst du? Ich glaube, so kann man es sagen. Aha. Und das konnte Godfrey irgendwann dann immer, oder was? Anscheinend. Und weil der sowieso seinen Auftrag erledigt hatte, hat die Marika den quasi ins Exil geschickt, zusammen mit seinen Gefolgsleut. Die sollte in irgendeinem fernen Land Kämpfe austragen und Not und Elend erleide, um dann später wieder abgehärtet und mit der Führung der Gnade in die Zwischenlande zurückzukehren. Und die alle, mit dem Godfrey an der Spitze, wurden die Befleckten genannt. Ah, also das, was ich als Spieler bin. Genau, du selbst bist Aachenbefleckter. Also dann geht ab jetzt die Geschichte eigentlich los. Pff, noch lang nicht. Wir müssen erst noch ein paar andere wichtige Leute aufzählen. Ja, so ist es. Nachdem die Marika den Godfrey weggeschickt hat, hat die sich einen anderen Ehemann geschnappt. Der Radagon, so ein Typ mit roten Haaren. Der war bis dahin allerdings schon der Ehemann von einer anderen Frau, Königin Renala, Oberhaupt von der Zaubererakademie Raya Lucaria in Liurnia. Und deren 3 Kinder, nämlich der Radan, der Raikat und die Rani, wurden von ihrer neuen Stiefmutter Marika quasi adoptiert und in den Status von Halbgötter erhoben. Genau wie ihre leiblichen Kinder von Godfrey. Naja, und danach haben die zwei, also Radagon und Marika, auch noch mal ein paar eigene Kids gezeugt, nämlich Malenia und Mikella, die jedoch beide mit Geburtsfehlern auf die Welt kamen. Malenia hatte eine Krankheit namens Scharlachfäule und Mikella, das war ein Bub und kein Mädchen, by the way, war zu ewiger Kindheit verdammt. Ey, Trant, sorry, aber das checkt keine Sau. Ja, ich bin halt nicht der geilste Zusammenfasser. Ich habe damals im Deutschunterricht, wo so Buchzusammenfassungen ging, glatte 6 kassiert. Wie? Echt jetzt? Ja, echt. Und außerdem hast du dir mit Elden Ring ein Spiel ausgesucht, wo das Beziehungsdiagramm so aussieht. Sehr gut. Okay. Jetzt weiß ich alles. Ja, dann, wie geht's weiter?
Also erst einmal kommen wir mal zur Rani. Weißt du noch, von wem das die Tochter war? Radoban und Marika. Nein, Mann, von Radagon und Renala. Radoban ist außerdem ein Monster aus Monster Hunter. Jedenfalls, die Rani wurde von ihren zwei Fingern dazu bestimmt, eine Empyrean zu sein. Was so viel bedeutet wie, du bist ein Kandidat, die Nachfolge von Marika anzutreten und eine vollwertige Gottheit zu werden. Und um das nochmal klar zu machen, zwei Finger sind Wesen, die dir dein Schicksal offenbaren, denn sie sind Vasalle vom höheren Wille und stehen mit dem im direkten Kontakt. Viele Götter und Halbgötter hatten ihren eigenen zwei Finger. Wieso heißen die zwei Finger? Weil die so aussehen, wie eine Hand mit zwei Fingern. Also, die Rani hatte gar keinen Bock auf ihre Gottheitskandidatur, denn sie wollte kein Instrument von ihren zwei Fingern werden. Und da hat sie sich einen Vereitlungsplan ausgedacht, für den ich aber noch mal kurz ausholen muss. Als die Marika noch eine frisch gebackene Göttin war, hat sie sich eine Welt ohne Tod gewünscht. Und deswegen hat sie die Rune des Todes vom Eldenring entfernt. Du erinnerst dich, der Eldenring bestimmt die Realität. Und ohne die Rune des Todes gibt's keinen Tod mehr in der Welt. So, diese Rune hat sie ihrem Schatten Maliketh gegeben, damit der auf die aufpasst. Und ein Schatten ist eine treu ergebene Bestie, die jeder Empyrean von seinen zwei Fingern zugeteilt kriegt. Leibwächter oder Diener, könnte man auch sagen. Kommst du noch mit? Ja klar, easy. Ach echt? War ironisch. Oh, ach so. Also die Rani, die keinen Bock auf den ganzen goldenen Ordnungskram hatte, ist zu Maliketh hin und hat ein kleines Schnibbelchen von der Todesrune geklaut. Mit dieser Rune hat sie dann die Messer von einer Gruppe von Auftragsmörderinnen bearbeitet, welche dann wiederum in die königliche Hauptstadt Leyndell neigeschlichen sind und einen Halbgott ermordet haben, nämlich den goldenen Godwin, Marikas Erstgeborenen und Rannis Stiefbruder. Das war das allererste Mal überhaupt, dass ein Halbgott abgekratzt ist. Und dieses Ereignis ging in die Geschichte ein als die Nacht der schwarzen Messer. Ui, da würde die Marika aber bestimmt richtig sauer auf die Rani gewesen sein, oder? Wahrscheinlich schon. Aber Resche konnte die sich nicht, weil die Rani hat sich gleichzeitig mit dem Godwin seinem Tod selbst umgebracht. Hä? Wieso denn? Tja, es ist leider nicht klar, ob die Rani einfach nur sterben wollte, um ihrem Schicksal zu entgehen, oder ob sie sich bewusst war, was durch den gleichzeitigen Tod zweier Halbgötter passiert. Denn es ist so, wäre Godwin nur allein abgekratzt, wäre er einen vollständigen Tod gestorben, körperlich sowie seelisch, wodurch sein Fleisch ein vollständiges Fluchmal des Todes erhalten hätte. Sieht aus wie ein fusseliger, geschlossener Kringel. Aber als sich Rani ebenfalls umgebracht hat, sind die zwei jeweils nur ein halbe Tod gestorben. Und das Fluchmal hat sich auf die beiden aufgeteilt. Godwin verlor seine Seele, aber sein Körper lebte weiter. Und zwar in Form von so einem reglosen Fischmutant, der ab da die Zwischenlande mit Todeswurzeln infizierte. Und bei Rani starb der Körper, aber ihre Seele lebte weiter. Ja, was ist das Nämlich Bessere? In einer Puppe, die ihrer Zauberlehrerin Renna nachempfunden war. Wer denkt sich denn so ein Quatsch aus? Hidetaka Miyazaki und George R. R. Martin. War eine rhetorische Frage. Wie ging es denn weiter? Was hat die Marika dann gemacht? Ja, pass auf. Die Marika, fett am Frustschiebe, dachte sich wohl, dem höhere Wille zeige ich's und haute mit ihrem Hammer einfach den Eldenring kaputt. In lauter kleine Einzelteile. Ein Ereignis, was als die Zertrümmerung in die Geschichte einging. Der höhere Wille, betrohre von seiner Dienerin, fand es natürlich scheiße und hat die Marika zusammen mit dem Radagon in den Erdenbaum eingesperrt. Allerdings waren die beiden da nicht zwei getrennte Leute, sondern die waren in einem Körper verschmolzen. Also Marika war Radagon. Und umgekehrt. Eldenring-Experten sind sich noch uneins, ob das erst bei der Zertrümmerung passiert ist oder ob die schon immer ein und dieselbe Person waren. Nee, ist bei der Zertrümmerung passiert. Aber du hast doch gesagt, dass sie zwei Kinder miteinander hatten. Wie sollen es gegangen sein? Keine Richtige Ahnung, vielleicht Einwand. Durch Selbstbefruchtung wie bei Regenwürmer, was weiß ich. Also, die Marika, ich bleib jetzt mal bei dem Namen, hing gefesselt im Erdebaum rum und über die Einzelteile vom kaputtgehauenen Eldenring zofften sich jetzt die ganze Halbgötter. Jeder wollte diese sogenannten großen Runen für sich haben, um Marikas Nachfolge anzutreten. Und da ging's teilweise richtig ab. Malenia zum Beispiel hat sich übelst hart mit dem General Radahn gekloppt und dabei ihn und sein ganzes Herrschaftsgebiet mit ihrer Scharlachfäule infiziert. Echt krass. Deswegen sieht in Caelid jetzt auch alles so rot und vergammelt aus. Aber währenddessen ist noch was passiert. Und zwar wurden die Befleckten, von denen die meiste mittlerweile den Löffel abgegeben hatte, von der Führung der Gnade wiederbelebt und in die Zwischenlande zurückgerufen. Siehste? Dazu zählte natürlich der Huaralu, aka Godfrey, aber auch viele andere Kasper, zum Beispiel du selber. Okay, und ich muss jetzt den Eldenring wieder zusammenbauen, oder was? Naja, schon, aber du und die anderen Befleckten wissen das ja nicht so genau. Ist ja nicht so, als hätte die Marika euch eine E-Mail geschrieben, wo alles genau drinsteht. Okay, und wie kriege ich raus, was ich machen muss? Also generell hast du ja die Führung der Gnade, die dir so ein bisschen den Weg zeigt.
Dann triffst du bald die Melina, so ein Mädel, das dir anbietet, deine Fingermaid zu werden, wenn du ihr im Gegenzug hilfst, zum großen Erdebaum zu gelangen. Also hast du damit auch nochmal so übergeordnetes Ziel vor Augen. Die war nett. Und letztendlich bringt die dich auch in die Rundtafelfeste, wo sich schon andere Befleckte zusammengefunden haben. Die studieren da so ein bisschen die Geschichte der Zwischenlande und versuchen mehr über ihre Aufgabe rauszufinden. Außerdem steht da in so einer Abstellkammer auch ein Zweifinger. Du erinnerst dich, die Viecher kommunizieren direkt mit dem höheren Wille und so eine kleine verhuselte Fingerleserin übersetzt dir die Infos. Aber das alles nur der Vollständigkeit halber, weil ganz ehrlich, alles, was du da erzählt kriegst, ist so verschwurbelt, dass du es eh nicht traffst. Unterm Strich geht's am Anfang nur um eins: Halbgötter wegklatschen. Um an diese großen Runen zu kommen, gell? Mhm. Und wer ist der Erste auf der Liste? Der Erste wird für die meisten de Gottrick in Schloss Sturmschleier sein. Richtig. Ein entfernter Nachfahre von Marika und Gottfrey, der aber als Schwächling und Duckmäuser gilt. Ja. Und als Nächstes so würdest du dir entweder die Renala in ihrer Akademie vorknöppe oder der General Radan in Kaelid. Aber die Reihenfolge ist nicht klein-klein vorgegeben. Um in die königliche Hauptstadt Laendel Nei zu kommen, wo der große Erdenbaum ist, brauchst du nämlich nur zwei große Runen. Was im Umkehrschluss heißt, du musst nicht zwingend alle Halbgötter umhauen, die du bis dahin erreichen kannst. Welche da wären? Gottrick, Renala, Radan und dann auch noch der Reikard und der Moog. Theoretisch wird's reichen, wenn du dir aus dem Haufen nur zwei rauspicken würdest. Aha. Und in dieser Hauptstadt ist dann der Endkampf, oder was? Ja, aber erst später. Beim ersten Besuch kämpfst du dich zum großen Erdenbaum vor, wo du erst gegen so ein goldenes Geisterabbild von Gottfrey antrittst und danach gegen einen Morgott. Zur Erinnerung, das ist auch einer von denen drei Söhne von Gottfrey und Marika. Anschließend stehst du aber vom Erdenbaum und merkst, dass der von so fiese Dorne versperrt ist. Kommst also nicht nein. Aber dann erzählt dir Melina, dass es eine Lösung gibt für die Dorne. Willst du mal raten? Woher soll ich denn das wissen? Tipp, ich hab dir vorhin mal was von Riesen erzählt, die was hatte, was für einen Erdenbaum gefährlich sein könnte. Feuer. Feuer? Ja, genau. Du passt ja voll gut auf. So gut. Also ja, du musst ins nördliche Schneegebiet reisen, wo die Schmiede der Riesen steht. Die wird zwar von einem Feuerriesen bewacht, aber du bist ja saustark und zeigst, wo der Frosch die Logge hat. Bei der Schmiede angekommen, nimmt sich dann die Melina busy von dem Feuersche und steckt da damit den großen Erdenbaum in Brand. Und dann passiert was Komisches. Die Melina macht Spratwürstchen. Nee, du Knallkopf. Du pennst ein und wachst an einem ganz anderen Ort auf. Farum Asula. Das ist eine zerbröckelnde Stadt im Himmel, umgeben von lauter Trarre und Wirbelstürmchen. Was du da machen musst, ist dir anfangs nicht so ganz klar, sagt dir keiner. Aber am Ende von dem Gebiet geht dir Licht auf. Du triffst nämlich auf den Maliketh. Du erinnerst dich, das ist der Schatten von Marika, dem sie damals die Rune des Todes zum Truff Ufbasser gegeben hat. Aus Scham, weil ihm die Rani trotzdem ein Stück davon klauen konnte, hat er die Rune in ein schwarzes Schwert gesteckt, das er sich jetzt aus der Hand rauszieht, um dich damit zu verkloppen. Was du aber natürlich zu verhindern weißt. Und nachdem der Maliketh platt ist, gehört die Rune des Todes dir. Die letzte Zutat, die du für einen Endkampf gebraucht hast. Aber wozu? Was machten die? Also generell war der Tod ja mehr oder weniger aus der Welt verbannt, solange der Maliketh die Rune bei sich versteckelt hatte. Das hat also den Göttern erlaubt, unsterblich zu werden. Jetzt hast du sie aber sozusagen entbunden. So heißt es zumindest in der Cutscene. Wodurch die Zwischenlande in das dunkle Schicksal des Todes gehüllt werden. Wieder extrem schwurbelig alles, aber ich interpretiere das so, dass du erst jetzt einen wahren Gott töten kannst. Und wer wäre das? Die Marika oder was? Kommen wir mal jetzt zu. Also, zurück in der Hauptstadt, die sich jetzt in einen überdimensionalen Aschebecher verwandelt hat, geht's wieder zurück zum Baum. Und da kriegst es dann mit dem richtigen Gottfrey zu tun, beziehungsweise mit dem Huaralu. Der Kämpfer, der Ringer, Heldenlord. Wrestler. Aber warte mal, der und ich, wir sind doch beide befleckt, oder? Ja. Aber wieso müssen wir dann kämpfen? Naja, es kann nur einen Eldenlord geben. Ah, wie bei Highlander. Genau. Und wenn wir da davon ausgehen, dass du den platt machst, kannst du endlich in die große Erdenbaumenei. Drinnen hängt die Marika, ganz grau und zerbröckelt, gefesselt an einem schwebenden Runenbohrer. Der Bohrer geht kaputt, lässt sie frei und während sie aufsteht, verwandelt sie sich in der Radagon, der mit seinem Hämmerchen auf dich losgeht. Aber weil du super stark bist und halt auch die Todesrune entbunden hast, gibst du dem ordentlichen Paar hinter die Löffel. Glückwunsch, hast einen Gott gekillt. Dumm nur, dass das erst Phase 1 vom Endkampf war, denn aus dem Radagon sein Körper steigt die Eldenbestie hervor. Was ist das jetzt wieder? Tja, das Ding sieht aus wie eine 20 Meter große Weltraumamöbe, ist durchsichtig, hat einen langen Hals ohne Kopf, dafür aber zwei Hände und 10 Flosse auf dem Rücken. Und es heißt, dass das Vieh ursprünglich vom höheren Wille in die Zwischenlande gesandt wurde und dass es die Verkörperung der goldenen Ordnung ist. Na klar, warum auch nicht? Aber wenn ich den Kampf dann gewinne, ist Ruhe, oder? Ja, das war's dann. Du bastelst die zerbröckelte Marika wieder zusammen, reparierst so den Eldenring und wirst dann zum neuen Eldenlord, der ein neues Zeitalter einläutet. Das Zeitalter des Zerbrechens. Und jetzt frag nicht, warum das so heißt. Ende. Okay, aber anscheinend besteht die Geschichte nur aus Monsterverkloppe, oder?
Naja, das habe ich doch am Anfang gesagt. Aber das kann doch nicht sein. Ich dachte, da gibt es doch so viele NPCs mit Quests und sowas. Ja, schon, aber das sind meistens so kleine Nebengeschichtchen, die dem großen Ganzen nicht viel hinzufüge. Und die alle aufzudröseln, wäre Overkill. Allerdings gibt es noch optionale Gebiete und alternative Enden, die noch ein paar Storybrüche abwerfen. Die könnte ich dir nochmal zusammenfassen, wenn du willst. Na, jetzt haben wir angefangen, jetzt ziehen wir es auch durch. Ja, alles klar. Richtig. Ein Gebiet, wo du hin kannst, aber nicht hin musst, ist der Harlischbaum ganz im Norden, der von Mikella gepflanzt wurde. Im Grunde gehst du da nur hin, um am Ende die Malenia als optionalen Boss zu killen. Ja. Aber das alles hat noch eine coole Background-Story. Der Mikella war nämlich in Empyrean, also ebenfalls ein Kandidat für die Nachfolge von Marika. Warte mal, wer waren die zwei nochmal? Die zwei waren die ersten Kinder von Marika und Radagon und beide wurden verflucht geboren. Ja. Er mit einem ewigen Kinderkörper und sie verseucht mit Scharlachfäule. Ah ja, so war das. Jedenfalls, Mikella als Gotteskandidat wollte die Scharlachfäule seiner Schwester heilen. Aber weil ihm das nicht gelang, hat er sich von der goldenen Ordnung abgewandt und aus Trotz seinen eigenen Erdenbaum gepflanzt und mit seinem Blut gedüngt. Wie der Sir Gideon in der Rundtafelfeste erzählt, wollte Mikella sich irgendwann mit dem Baum verschmelzen, warum auch immer, doch dann hat ihn dort jemand wieder rausgepult. Und ganz offensichtlich war das sein Halbbruder Moog, Fürst des Blutes. Weil in dem sein Blutpalast befindet sich jetzt der Mikella, eingehüllt in einem Kokon. Moog war von Mikella ziemlich angetan und wollte ihn in den Status eines wahren Gottes erheben. Vielleicht mit der Hilfe der formlosen Mutter, einem anderen äußeren Gott, der Moog eine krasse Blutpower verliehen hat. Aber zu all dem kam es halt nie. Moog wird von ihr umgewämst und Mikella macht nach wie vor Bubu in seinem Kokon. Hm, vielleicht schiebt From Software ja noch ein DLC nach, wo der dann aufwacht. Hm, oh, gar nicht so blöd die Idee. Aber gut, jetzt kommen wir mal zu den alternativen Enden. 6 gibt's, gell? Jo, aber das Normale haben wir ja schon, also bleiben noch 5. Eins davon kriegst du, wenn du der Rani ihre Quest machst. Die Rani will, dass du in der ewigen Stadt Nokron das Fingertöterschwert für sie holst. Nur wie du da hinkommst, weiß keiner. Von einer Zauberin namens Selen erfährst du dann, dass das Schicksal von Rani an die Sterne gebunden ist. Aber dass der General Radahn mit seiner Gravitationsmagie die Sterne festhält. Ja, so ein Schwein. Also gehst du zu dem hin, haust ihn zu Klump und zack, fange die Sterne wieder an, sich zu bewegen. Und wie es der Zufall so will, knallt einer davon in die Zwischenlande, wodurch ein Loch in den Boden gerissen wird, durch das du in die Stadt Nokron kommst. Ein ganzer Sternfeld vom Himmel. Also ich glaube nicht, dass damit eine ganze Sonne gemeint ist. Gemäß an dem Krater dürfte es eigentlich nur ein mittelgroßer Felsbrocken gewesen sein, der darunter gekracht ist. Wäre auch sonst ein bisschen unglaubwürdig. Ja, eben, wird gar nicht passen zu der ansonsten recht geerdeten Geschichte. Also durch den Krater kommst du in die Stadt Nokron. Und dort unten findest du dann, nach ewigem Rumgezanke mit Viehzeug, das Fingertöterschwert. Das gibst du dann der Rani und sie geht, wie sie sagt, auf eine Reise. Eine ganze Weile später findest du dann raus, wo sie hin ist. Nämlich zu ihrer eigenen 2 Finger. Diese mit dem Schwert knallhart aufgeschlitzt hat. Auf diese Weise hat sie ihr Schicksal, das ihr vom höheren Wille auferlegt wurde, endgültig abgewandt. Und wenn du dann nach dem Endkampf gegen die Eldenbestie nicht die Marika zusammenbaust, sondern stattdessen die Rani herbeirufst, dann tritt sie die Nachfolge von Marika an und läutet das Zeitalter des dunklen Mondes ein. Ach ja, und außerdem fragt sie dich, ihr Gemahl zu werden. Und was ist der dunkle Mond? Ist auch wieder so busy unklar, aber man erzählt sich, dass das auch ein äußerer Gott ist, so wie der höhere Wille. Noch eine. Wie viele gibt's von denen? Im Spiel finden sich Nennungen von 9 äußeren Göttern oder ähnlichen Entitäten mit vergleichbaren Mächten. Aber sehen tut man die nie, oder? Nö, von denen wird immer nur erzählt. So, machen wir weiter mit dem nächsten Ende. In der Rundtafelfeste triffst du schon am Anfang der Bruder Kor hin, ein Kleriker der Goldenen Ordnung, der sich relativ bald auf die Suche nach einem Goldmaske macht. Und der wiederum ist ein Befleckter, der die Goldene Ordnung zu erkunden versucht und der sich dazu an verschiedenen Orten hinstellt und meditiert, den Blick immer zum Erdenbaum gerichtet. Bruder Korhin folgt dem Goldmaske überall hin und versucht dem seine Armstellungen zu interpretieren. Aber nach diversen Meditationssitzungen scheine im Goldmaske Zweifel an der Ganzheitlichkeit der Goldenen Ordnung aufzukommen. Was dem Bruder Korhin als glühendem Anhänger gar nicht gefällt. Und als du dann auch noch der Erdenbaum in Flamme setzt, kratzt die Goldmaske ab und produziert dabei die Heilrune der Warum der stirbt, brauche ich gar nicht erst fragen, oder? Nee, musst du einfach so hinnehmen. Jedenfalls, als er stirbt, produziert er die Heilrune der perfekten Ordnung, die anscheinend seiner neu gewonnenen Erkenntnis entsprungen ist. Nämlich, die Unvollkommenheit der goldenen Ordnung ist begründet in der Wandelmüdigkeit der Götter, die in der Hinsicht nicht besser als Menschen sind. Siehste? Später nach dem Endkampf kannst du diese Heilrune dann verwenden, um den Eldenring nicht nur in seinen Ursprungszustand zu versetzen, sondern ihn zu perfektionieren. Und auf diese Weise läutest du das Zeitalter der Ordnung ein, die anscheinend jetzt perfekt ist, anders als im Zeitalter des Zerbrechens. So reim ich mir das jedenfalls zusammen. Klingt ja mordspannend. Ja, das ist eine verschwurbelte Quest, die mich auch nicht so vom Hocker gehauen hat. Aber das nächste Ende ist wieder ein bisschen interessanter, nämlich das von Fias Questlinie.
4 ist eine schwarz angezogene Frau in der Rundtafelfeste, die in ihrer Heimat dazu bestimmt war, eine Sterbebettgefährdin zu sein. Das bedeutet Folgendes. Zu Lebzeiten nimmt sie durch liebevolle Umarmungen die Kraft und Wärme von tapferen Krieger auf, mit dem Zweck, sich irgendwann zu einem verstorbenen Adeligen ins Grab zu legen und ihm so eine Chance auf neues Leben zu geben. Wozu es in ihrem Fall aber nie gekommen ist, weil die Führung der Gnade sie vorzeitig aufgeweckt und in die Zwischenlande geholt hat. Fia will jedenfalls weiterhin ihre Bestimmung als Sterbebettgefährdin erfüllen und sucht sich als neuen verstorbenen Adeligen de Godwin aus. Der ja, wie ich vorhin mal erwähnt habe, als regloser Fischmutant in den Wurzeln vom Erdenbaum rumhängt und durch Todeswurzeln, die das ganze Land durchziehe, Untote produziert. Ja, das jene, die im Tod leben, werden die genannt. Jedenfalls, wenn du da ohne ankommst, sitzt die Fia schon da und fragt dich, ob du ihr die fehlende Hälfte vom Fluchmal des Todes besorgen kannst. Eine Hälfte, nämlich die vom Godwin, hat sie sich schon von einem untoten Jäger aus der Rundtafelfeste geklaut. Und die andere Hälfte ist wo, weißt du's? Nein, Trant. Weiß ich nicht. Sag's einfach. Nee, komm, rate mal. Ich hab's doch am Anfang erzählt. Welche zwei Halbgötter sind damals gleichzeitig gestorben? Mhm. Godwin und? Renala. Rani. Siehste, geh doch. Genau, du findest die zweite Hälfte vom Fluchmal des Todes auf der Rani, ihrem Körper, der auf einem göttlichen Turm nahe der Akademie rumschimmelt. Diese Hälfte gibst du dann der Fia, woraufhin sie eine vervollständigte Heilrune des Todesprinzen gebärt, bevor sie sich zum Godwin schlummern legt. Und diese Rune kannst du dann später in der Eldenring einsetzen, um das Zeitalter der Dämmerung einzuläuten. Das bedeutet, dass jene, die im Tod leben, fest in die Ordnung integriert und nimmer länger gejagt werden. Hast ja gar nicht erzählt, dass sie gejagt wurden. Das ist auch ja, nur so gar halt. Nicht schlecht. Diese Untoten wurden von manchen gejagt, weil sie als Besudelung der goldenen Ordnung angesehen wurden. So, und jetzt weiter mit Ende Nummer 5. Das dreht sich um die rasende Flamme des Wahnsinns. Bei der Quest für dieses Ende triffst du immer mal wieder eine blinde Frau namens Hietta, die Schapriri-Trauben von dir haben will. Die bräuchte sie angeblich, um irgendein entferntes Licht sehen zu können. Und die schaufelt sich die Dinger selbst dann noch nein, als du ihr sagst, dass das eigentlich gelbe, verschrumpelte Augäppel sind. Pfui Deibel. Pfui Deibel. Am Ende ihrer Pilgerreise triffst du sie dann in einem Gewölbe ganz tief unter Leyndell, wo sie dir sagt, du könntest jetzt ein Lord werden und sie deine Finger meid. Müsstest dich nur nackig machen, durch die große Steintür gehe, um dich mal richtig fest von dem Dreifinger drücken lasse, der da wohnt. Oh, es gibt einen Dreifinger. Tja, und wenn du das machst, hast du die rasende Flamme des Wahnsinns in dir und kannst da am letzten Boss der Lord der rasenden Flamme werden. Was grob übersetzt heißt, die ganze Welt brennt und alles Leben wird vernichtet. Oder wie Hietta gesagt hat, wieder zu einem großen Ganzen zusammengeführt. Ach, guck mal. Es gibt also auch Dreifinger. Ist das auch ein Gott, oder was? Nee, die rasende Flamme ist ein äußerer Gott. Und der Dreifinger nur dem sein Vasall. So wie die Zweifinger-Vasalle vom höheren Wille sind, verstehst du? Ach so. War das jetzt das letzte Ende oder haben wir noch eins? Eins haben wir noch, und zwar das vom Dungfresser. Der Dungfresser ist ein widerlicher Mörder, der wohl unzählige Leute abgemurkst und ihre Leichen mit einem Fluch verunreinigt hat. Erst triffst du nur sein rotes Phantom in der Rundtafelfeste. Später findest du dann aber seinen richtigen Körper in der Zelle unter Leyndell, wo er seinen Kopf gegen die Wand haut. Wenn du ihn freilässt, brabbelt er, ich werd wieder töte und jede Leiche sorgsam verunreinige, damit sie verflucht wiedergeboren werden, genau wie ihre Kinder und Kindeskinder, für alle Zeiten. Na, dann soll ich den aber besser mal eingesperrt lassen, oder? Ja, vielleicht. Aber für dem sein Ende musst du den halt freilassen und davon gehen wir halt jetzt aus. Die Konsequenz daraus ist, dass er dich als rotes Phantom rausfordert, der will dich nämlich Arschhände und verfluche. Aber als du ihn besiegst, ist er schwer beeindruckt und fragt dich, ob du ihm einen Gefallen tust. Der will, dass du seinem richtigen Körper 5 Flüche des Saatbeets bringst, die auf seinen früheren Opfern gediehen sind. Und dass du mit denen sein Fleisch verunreinigst. Und wenn du das dann machst, erzeugt sein Körper die Heilrune des grausamen Fluchs, die am Ende nach dem Einbau in den Eldenring im Dungfresser seinen Fluch über die ganze Welt bringt. Kranke Scheiße. Was macht der Fluch überhaupt? Wird nicht so genau erklärt. Der wird nur der Segen der Verzweiflung genannt. Und der verhindert, dass verstorbene Seelen zum Erdenbaum zurückkehren können. So wie es unter der goldenen Ordnung üblich ist. Aber es ist halt unklar, ob das wirklich was Schlimmes ist. Wieso? Naja, weil man halt per se sagen kann, dass der höhere Wille und sein Erdenbaum das Gelbe vom Ei wären. Ja, vielleicht bewirkt der Fluch, dass man jetzt einen ganz normalen Tod sterben kann. In der Beschreibung der Rune steht nur, wird die Ordnung vollständig befleckt, ist die Befleckung keine Verunreinigung mehr und für jeden Fluch gibt es einen verfluchten Segen. Was auch immer das jetzt heißen soll. Aber dann haben wir es jetzt richtig? Ja, zumindest die Basics haben wir jetzt. Gut, reicht ja auch. Noch eine Runde mal Mau? Ja gut, aber du mischst. Okay. Sehr gut. Die ganze Geschichte von Elden Ring auf Hessisch
Und ich weiß nicht, was schwieriger zu verstehen war, der Dialekt oder der Inhalt. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder gut vorbereitet. Das hat mir einiges nochmal aufgefrischt. Und es ist ja auch sehr sinnstiftend, weil jetzt weiß man, was man überhaupt in dieser Welt macht, warum man da ist, was das alles soll. Und jetzt legen wir direkt los mit Shadow of the Erdtree.